So läuft alles, damit wir einmal Platz nehmen. Frühstück für die Familie. Gymnastik. Man wird sich glauben, Gymnastik, in der Tat. Als erstes, wenn ich aufstehe, gehe ich auf den Balkon und gehe alle rauchen. Kapitän, jetzt hast du schnell geantwortet, stimmt's? Oh, ich wollte ganz, ganz viel werden. Mein Herz schlug immer so ein bisschen für die Eisenbahn. Oh, also nicht Lokomotivführer. Oh, gab es viele Wünsche. Schauspieler und Lehrer. Und Bauer bin ich geworden. Das ist ganz klar. Das ist definitiv Kaffee. Das ist natürlich der Kaffee. Ich bin ja Beamter und Beamte trinken gerne Kaffee. Ich weiß nicht, nein, das erzähle ich nicht. Der zweitdümmste Einfall, den ich mal hatte, war, Rohreier vom Hühnernest in meiner Hosentasche nach Hause zu transportieren. Das hat sehr viel Ärger mit Mutti gegeben. Langes, beträchtiges Schweigen und Nachdenken. Der dümmste Einfall. Eigentlich fällt mir wirklich nichts ein. Kann ich dir sagen, das war, als ich mir mal die Haare blond gefärbt habe. Ich finde, es gibt eigentlich gar keine dummen Einfälle. Hybrid. Meine Couch. Eigentlich fühle ich mich in meiner Heimatstadt, in meiner näheren Umgebung, egal wo ich da bin, immer überall wohl. Weil ich einfach mit Leib und Seele sozialdemokratisch ticke. Katze. Das ist der falsche Mann. Geh jetzt schlafen. Räum dein Zimmer auf, sieht aus wie immer. Denk doch mal an die Zukunft. Der schlimmste Satz war, wenn mich meine Eltern mit dem wirklichen Vornamen Gabriele ansprachen, dann wusste ich, die Kacke ist am Dampfen. Ab und zu geht es auch mal ans Meer, aber die Berge machen mir viel mehr Spaß. Da muss man sich richtig anstrengen. Es ist wunderbar, oben auf dem Berg zu stehen, die ganzen Sorgen im Tal zu lassen. Die nervigste Person ignoriere ich. Unsere Kirche. Ich kann Trecker fahren, fahre auch regelmäßig Trecker. Ich kann Traktor fahren und ich kann Kühe melken. Ich habe auch eine Melkerprüfung gemacht. Eine Maschine, die meine komplette Wohnung in Ordnung hält. Warum soll man bestimmte Tätigkeiten Maschinen überlassen? Dann werden wir immer fauler. Talente, die ich nicht habe. Na, ich würde natürlich gerne fliegen können, aus eigener Kraft. Also, Geschirrspüler, das ist sehr kreativ. Ich bringe den Müll raus, dann komme ich wenigstens mal in die frische Luft. Den Geschirrspüler ausräumen. Alles, was von Depeche Mode kommt. Montag. Tatort oder? Ja, ganz klar Rosamunde Pilcher. Ich laufe am See, bei uns in Senftenberg. Total entspannt, total genial. Gar nichts. Oh, dann würde ich die tote Oma bestellen, weil das ist total lecker und erinnert mich so an meine Oma. Tote Oma suche ich mir aus, weil ich das unheimlich gerne esse, Sauerkraut und dieses fettige Gemisch aus Blut und Brötchen, das mag ich sehr. Altenbrandenburg ist für mich ein Land, das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vor allen Dingen auf eines baut: Gemeinsamkeit, Zusammenhalt und Solidarität.